Liebe Menschen, herzlich willkommen zu diesem Lost Place Video Schmutzvlog. Ja, mal gucken. Schmutz, wie war das? Schmutzsaft? Schmutzwasser? Nein, wie hieß das? Ja, also wir stehen hier auf einem Parkplatz, können aber keinen Parkschein kaufen, weil man da 5 Euro in Münzen reinschmeißen müsste. Und zwar passend, ja? Also haben wir natürlich nicht. Ich habe 2 Euro schon mal. Ja, das bringt ja nur nichts. Und ich glaube, auch kein anderer kann diesen Automaten bedienen. Das hat einfach heute keiner mehr dabei. Alle fahren so vorbei und machen nichts, weil sie es nicht können. Ne? Also, ja. Nein, das ist ja heute so ungemütlich. Da habe ich gehofft, vielleicht kommen wir hier einfach nicht rein. Dann ist es schnell erledigt. Hier ein Brocken. Der höchste Berg Deutschlands. Nein, Quatsch. Das war die Zugspitze. Aber nee, der höchste Berg im Harz. Aber was interessieren uns Brocken? Wir gucken uns jetzt ein Hotel an, so der Plan. Aber kommt man da wirklich rein? Nein, kommt man nicht. Okay, dann können wir ja weiterfahren. Gut, dass wir die 5 Euro nicht bezahlt haben. So, jetzt Ersatz-Lost Place. Ein Zufallsfund auf der Herfahrt, weil das ja von eben nicht geklappt hat. Und das soll jetzt hier ein Braustübel sein. Stüberl, wie auch immer. Mal gucken. Der Parkplatz ist ja auch so ein bisschen lost. Und man sieht erst, wenn man rausfährt, ja, man soll hier bitte eine Parkgebühr auch von 5 Euro bezahlen und gegenüber bezahlen gehen. Ja, ja, läuft bei euch. Sieht man erst beim Rausfahren. Weil man die Tür ist einfach mal offen, ja. Jetzt nicht mehr, jetzt ist er zu. Geil. Und ich musste sowieso auf Klo. Oh, hier bin ich falsch. Naja, vielleicht gibt es ja noch. Wir finden doch immer zuerst die Scheißhäuser. Ihr wisst doch, wie das ist. Ach nee. Heute mal spontan ein Zufallsfund. Einfach an der Straße, Tür war offen, Fenster ist offen. Aber da müssen wir natürlich jetzt mal gucken, was ist denn das hier überhaupt? Ach, noch so alte Spülung. Mal gucken, ob die geht. Nee. So, das hat man selten, dass einem gesagt wird, wann der Lost Place geschlossen wurde. Nämlich 2004, da gab es hier Restersaufen. Für mich heißt es Reste, aber egal. Ja, und dann wurde das Ding hier stillgelegt. 2004, da gab es aber auch schon Euro. Hätte man ja hier mal anpassen können. Das war auf jeden Fall hier so ein Disco-Betrieb. Hier gab es keine Fenster nach draußen. Hier sollte es immer dunkel sein. Man hatte hier so Zeitungen an die Wand geklebt. Ja, wenn jemand Langeweile hatte, dann konnte er hier ein bisschen lesen. Deutscher Siegelhopfen, Bayern, Hallertau, Nantstadt. Unter Aufsicht umgepackt. Ganz wichtig. Die Zeitung von 1905 haben sie hier rangeklebt. Ist jetzt nicht die älteste Zeitung, die ich gefunden habe. So, hier hängt wieder eine Betriebsanweisung für Getränkeschankanlagen. Jetzt habe ich das Wort mal ausgesprochen bekommen. Und hier war ein Kühlraum. Und sie hatten sogar noch einen Kühlraum. Naja, wer weiß, als was das mal konstruiert war. Bestimmt nicht nur als Disco, sondern es wird eine große Gaststätte gewesen sein, die die ganze Stadt hier quasi versorgen konnte. Baujahr 1981, der Aufzug. Also ich stelle mir das so vor, dass der Disco-Betrieb nur ein Teilbetrieb dieses Hauses war und dass sie auch noch einen riesigen Gastraum hatten. Den finden wir bestimmt auch noch. Das wäre dann hier so eine Grußküche mal gewesen. Also kann ich mir vorstellen, dass da oben eine Dunstabzugsanlage ist, das graue Ding. Und dass hier Küchengeräte gestanden haben. Na, viel Tageslicht bekam man da nicht zu sehen, wenn man hier gearbeitet hat. Maximal 6 Personen, 500 Kilogramm. Auf jeden Fall eine riesen Hütte hier. Und nicht sonderlich ansprechend, muss ich sagen. Ja, krass, was ist das hier für ein Raum? Könnte auch eine Küche gewesen sein. Ich weiß nicht. Schon ein bisschen mysteriös. Ja, das war man vielleicht gar nicht. Nee. Ja, Eingänge gibt es hier viele. Kältemaschinen.
Speisesaal, Abluft. Ich habe doch gesagt, hier muss irgendwo noch ein großer Speisesaal sein. Und hier konnte man auch die Raumtemperatur für den Speisesaal einstellen. Sowie für die Küche, für die Bar und die Kanaltemperatur für den Vorwärmer. Kann man hier auch YouTube-Kanaltemperaturen einstellen? Das sind hier so die Räumlichkeiten zur Parkplatzseite hin. Kann sein, dass das einer der Speiseräume war. Zumindest kam hier ein Speiseaufzug an. Und es gibt eine Beschilderung zu den Toiletten. Da geht's nach oben. Hier sind wir auf jeden Fall bei dem Haupteingang. Hier steht nämlich auch Braustübel dran. Ja, es hängt ein aufgeschnittener blauer Sack in der Tür, weil die Scheibe kaputt ist. Hier gab es Papier und Pappe. Offenbar haben sie da einen Müllsack angebracht gehabt. Könnte auf jeden Fall hier so ein Gastraum gewesen sein. Lampen gab es wahrscheinlich an der Wand hier und da oben. Und natürlich hier oben in der Decke so ein paar Strahler. Und hier nebenan ist dann auch schon die Küche. Vielleicht war das Braustübel auch nur ein Teilbereich von dem, was hier gemacht wurde. Möglicherweise war das ja auch eine Lebensmittelzubereitung hier. Vielleicht eine Großküche für einen Caterer oder so. Weiß man alles nicht. Auf jeden Fall ist es auch sehr verwinkelt hier. Da wollen wir noch mal gucken, was uns hier oben erwartet. Ja, ziemlich viele leere Räume. Ja, schon alles ein bisschen merkwürdig hier. Hier gibt es so Zwischenwände, die aber nicht komplett hochgezogen sind. Also, wenn ihr mich fragt, ist das eine Großküche nach der anderen hier. Also wird das irgendein Betrieb gewesen sein, der Essen ohne Ende produziert hat. Deswegen haben die hier auch überall Kühlräume. Ist ja einer neben dem anderen. Jetzt wird es hier oben sicherlich auch noch einen Speiseraum gegeben haben, denn hier sind lauter Getränkepreise dran und wahrscheinlich stand hier die Kasse für das Bedienpersonal. Und ob ich richtig liege, sehen wir, wenn wir mal gucken, was hinter dieser Tür ist. Ach, guck an. Das ist ja jetzt ein Riesentheatersaal. Ja, das hätte ich ja jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Speisesaal, ja, aber Theatersaal. Irgendjemand hat hier die Löschdecken, oder Rettungsdecken. Die Rettungsdecken, die benutzt man ja, um Menschen warm zu halten nach einem Unfall oder so. Verstreut, aber die wurden hier wohl auch als Deko genommen, wahrscheinlich für diese Abschiedsveranstaltung. Hier ist so eine Art Landkarte. Unten links im Bild seht ihr Göttingen. Ja, wir fragen uns, ob das Gebäude dahinter, das Weiße, auch verlassen ist. Da sind wir noch nicht sicher. Und hier die Scheibe wurde schon mal geklebt. Da hat jemand ein großes Klebeband drüber geklebt. Die war also wohl schon damals kaputt, als man das noch genutzt hat hier. Ein schöner Festsaal. Deckenleuchte außen, innen, Wandleuchten, Thekenbeleuchtung. Hey, das steht Kopf. Welcher Spaßvogel war das? Einen Dachboden gab es natürlich auch. Und interessanterweise musste man hier hoch, um die Raumtemperatur für den Saal zu steuern.
Also dem Rettungsplan an der Wand hier zufolge hinter mir gehört das hier zu dem Hotel nebenan. Das heißt, dieses weiße Gebäude, was man am Fenster gesehen hat, ist sicherlich auch verlassen. Wir kommen wahrscheinlich direkt sogar hier rüber, wenn ich das hier sehe. Das wird ja jetzt spannend. Hier geht es zum Frühstücksraum. Ja, das wäre es halt. Das ist ein Riesenkomplex. Viel größer als gedacht. Hey Leute, wir kommen doch jetzt nicht etwa ins Haupthaus noch rein? Leider nicht. Ich will nicht spoilern. Vielleicht. Nein. Welcher Idiot hat denn das zugemauert? Mann, ey. Da müssen wir uns nach einem anderen Ausgang oder Eingang umschauen. Denn das steht definitiv auch leer. Ein Scheißhaus ist ein schwacher Trost für eine zugemauerte Tür. Ja, überall liegen hier so Glühlampen rum. Unten lagen schon ein paar, die jemand kaputt gesmasht hat, warum auch immer. Tja, aber wer hat die alle hier rausgebaut? Wollten sie vielleicht auf LED-Licht umstellen? Man weiß es nicht. Ja, aber hier, guck mal. Geldkarte. Es gab fast niemanden, der Geldkarte akzeptiert hat, aber hier steht's dran. Und ich habe meine entladen im Herbst 2019, weil es einfach keinen Zweck hat. Es akzeptiert ja keiner mehr Geldkarte. Warum soll ich da den Chip aufladen? So, jetzt hat es schon wieder zu regnen angefangen. Das ist natürlich nicht so nice. Nein! Wir haben es uns ja gedacht, liebe Leute. Irgendjemand gönnt einem nicht, hier zu parken. Deswegen haben sie da Sand hochgeschüttet. Ihr müsst nämlich wissen, diese ganze Stadt hier ist voll von Parkverbotszonen. Es gibt überall nur private Bezahlparkplätze. Und das ist eine der Gelddruckmaschinen hier. Beziehungsweise nein, gedrucktes Geld wollen sie ja gar nicht, sie wollen ja Münzen. Okay, hier sind überall so Hütten. Wisst ihr, was man mit so einer Hütte anfängt? Ich weiß es nicht genau. Ist das für Leute, die gerne draußen übernachten, als Ersatz für ein Zelt? Könnte sein, ne? Nennt man die nicht sogar Finnhütten oder so? Das sieht so ein bisschen nach so einer Partyhütte aus hier. Vielleicht war das hier dann die Gastronomiehütte. Hier hat man dann was zu trinken sich kaufen können oder so. Und wenn man grillen wollte, hatte man diesen Grillplatz hier vorne. Und wem das hier nicht ausgereicht hat, der hat sich einfach ein Hotelzimmer hier genommen in dem schönen weißen Gebäude. Die anderen lassen sich, glaube ich, gerade von einem Anwohner hier was zu der Geschichte dieses ganzen Areals erklären. So, der Mann gerade war ein Nachbar, der hat sich jetzt bei den anderen beiden erkundigt, wie bekannt dieses Objekt hier schon ist, weil jetzt hier wohl öfter Leute auftauchen. Ja, wir haben ihm gesagt, dass wir es durch Zufall entdeckt haben. Das scheint hier im Internet noch nicht so bekannt zu sein. Braucht es eigentlich auch gar nicht mehr zu werden. Ihr habt es jetzt bei mir auf dem Kanal gesehen und er hat uns berichtet, das wird alles hier abgerissen, diese Räume, wo wir heute drin waren. Bis auf das Haus hier hinten, das steht nämlich unter Denkmalschutz. Das wird nicht abgerissen, sondern soll wieder renoviert werden und dann wieder Hotel werden. Das klingt doch gut, wenn so ein denkmalgeschütztes Gebäude eine Zukunft hat. Er berichtet, dass es 2007 geschlossen wurde, dann ein bisschen leer stand natürlich und leider dann schon die Vandalen drin waren, dort alles zerlegt haben, die Matratzen aufgeschlitzt haben, überall liegt alles voller Federn da drin. Also jetzt ist es ja abgeriegelt, aber also er sagt im Prinzip, dass wir da nichts verpasst haben, also keine schönen Fotomotive mehr drin gewesen wären oder so. Aber umso besser, dass sich jetzt die Besitzerin darum kümmert und das dann eben ausbauen will. Und das Objekt, wo wir am Anfang rein wollten, hatten wir ja ganz kurz gezeigt, konnte er uns auch berichten, ist inzwischen bewohnt, hat sich jemand gekauft, damit es jetzt nicht völlig den Bach runtergeht und wohnt da wohl auch drin. Also ja, kein Lost Place mehr. Gut, dann müssen wir jetzt eben abziehen. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Das war Barefoot Urbexer.
Benjamin der Fahrer und Simon The Lost Places GER. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut nächste Woche um 15 Uhr wieder rein und empfehlt den Kanal weiter. Freitag um 15 Uhr das neue Video. Bis dahin, macht's gut und tschüss.